Dag, Herr Klabautermann. Hier spricht wieder Jan Brandig. Wenn ich mich auch aus Vereinigten Staaten anmelde, dann geht. So, ich habe eine Frage. Nutzen Sie vielleicht VPN? Nutzen Sie, ja? Ja. Können Sie bitte Ihre VPN ausschalten? Vielleicht? Nein. Und probieren? Möchten Sie nicht? Mm-mm. So, schreiben Sie Klabautermann aus Klabauterhausen. So, in diesem Fall... Leise. Haben Sie Anydesk oder TeamViewer? Nee. Okay. Können Sie Anydesk installieren? Ja. Also, schreiben Sie bitte in Google. Ah, wie Anton? Nee. Naja, Spaß nenne ich das nicht. Ich nenne das eher Aufklärungsarbeit. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom ersten Teil. Das heißt, heute geht's weiter von dem Video von gestern. Der Anrufer hat nochmal anrufen müssen, da die Webseite bei denen scheinbar nicht funktioniert hat. Ja, und heute machen wir es ihm nicht viel einfacher, denn wir haben festgestellt, dass es, ja, an meinen technischen Sicherheitsvorkehrungen liegt und davon war er natürlich nicht so begeistert. Viel Spaß heute mit dem Ende. Herr Klabautermann, hier spricht wieder Jan Brandig. Wir haben heute versucht, unsere Webseite zu besuchen. Können Sie sprechen? Ja. So, ich habe heute mit zwei Kunden schon gesprochen und ich habe mit unseren Kunden durch Safari und Google Chrome unsere Webseite besucht. Und mit zwei Kunden habe ich jetzt gleich Konto aktiviert. Aha. Also, wenn Sie möchten, können wir noch mal probieren. Ich habe auch probiert, noch eine E-Mail schicken an Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Also, @mdcc-fan.de. Also mit Minus, ja? Nee. Ohne Minus. Ohne Minus habe ich auch probiert, aber leider geht nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht Ihre Domain finden. Warum? Irgendwie kann ich nichts senden. Ich kann auch nicht diese Webseite gefunden. mdccfan.de. Ich habe gefunden nur mdcc-fan.de. Okay, also schauen Sie mal. Ich kann probieren, Ihnen nochmal buchstabieren. Aber diesmal das ist 100%, weil ich habe schon mit einem Kunden das dieselbe gemacht. Ich habe wieder auch buchstabiert. So. Sind Sie jetzt mit dem Rechner? Ja. Okay. Dann probieren wir mal. Schreiben Sie mir, schreiben Sie bitte. Ich soll schreiben. Geben Sie auch Ihre diese E-Mail-Adresse. Aber nicht Google, aber schreiben Sie direkt, also Webseite. Ja. So. Schreiben Sie bitte I wie Ida. Ein I, ja. Ein I wie Ida. Dann weiter N wie Nordpol. Moment, ein IN, ja. Dann V wie Victor. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Was? G wie Gustav. Ja. V wie Victor. Ja. I wie Ida. E wie Emil. Ja. W wie Wilhelm. Was? W wie Wilhelm. Und S wie Samuel. Ja. Punkt. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Und G wie Gustav. Okay. Können Sie bitte wiederholen? Ja. Die Webseite, da steht jetzt Access Dienst. This website is available in your country. Können Sie bitte die Webseite wiederholen? Einfach, was haben Sie schon geschrieben auf Ihrem Browser? Investingviews.org. Aber da steht, dass die Webseite aus diesem Land nicht erreichbar ist. Ja, wieder so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie toll die Betrüger immer zuhören. Ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, dass die Webseite aus diesem Land nicht aufrufbar ist. Das Ganze liegt hier am VPN.
Warum die Webseiten das so machen, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich Seiten oder Länder, wo man eben nicht traden darf. Ja, aber ich sehe jetzt keinen Grund da drin, warum man denn aus diesem Land die Webseite sperren sollte. Also technisch vom Hersteller selbst. Das heißt, die Betrüger lassen diese Länder eben auch nicht auf ihre Seiten. Tja, weiß nicht, ob es dazu irgendeine Regelung gibt, habe ich nichts gefunden. Ist aber schon wieder so ein suspektes Ding. Und das ist eigentlich auch die Geschichte vom letzten Mal, wo wir schon so lange gebraucht haben. Im Grunde genommen hätte er einfach nur mal fragen müssen, aus welchem Land ich mich einwähle. Mehr hat er nicht hintergesteckt. Deswegen sind wir wahrscheinlich auf seine Seite nicht gekommen. Vermutlich. Allerdings habe ich es ja auch in anderen Browsern probiert. Aber auch die laufen über einen VPN. Tja, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich in dem anderen Teil die Webseite über keinen Weg gefunden. Über Google war sie ja auch nicht suchbar. Naja, und jetzt stellen wir halt eben fest, heute geht's wieder nicht wegen dem VPN. Naja, gut, aber die Länder, über die man sich einwählt, kann man sich ja im VPN aussuchen. Schauen Sie mal, Sie sind in Deutschland, ja? Mhm. Also in Deutschland? Ja, nicht erreichbar. Wenn ich mich auch aus Vereinigte Staaten anmelde, dann geht's. So, ich habe eine Frage. Nutzen Sie vielleicht VPN? Mhm. Nutzen Sie, ja? Ja. Können Sie bitte Ihre VPN ausschalten? Vielleicht? Nein. Und probieren? Möchten Sie nicht? Mhm. Warum? Ja, weil ich nicht möchte, dass man meine IP sieht. Wer kann Ihre IP sehen? Und wofür? Na, jeder, auf den ich die Webseite besuche. Und das muss man ja nicht sehen. Dafür ist ja ein VPN da. Also, mit VPN kann ich jetzt gut verstehen, weil bitte dann nutzen Sie VPN von einem europäischen Land. Ja, wenn ich zum Deutschland Deutsch nehme, dann geht's nicht. Schweiz. Probieren Sie Schweiz. Ja, wie okay. gesagt, aus Vereinigten Staaten von Amerika kann ich es aufmachen. Und das ist natürlich ein ganz komisches Ding. Denn aus den Vereinigten Staaten darf man nicht traden. Warum kann ich denn aus diesem Land mich einwählen, aber aus dem Land Deutschland, wo ich traden darf, zwar unter bestimmten Bedingungen nur, aber ich darf ja, da kann ich mich nicht verbinden. Tja, das spricht auf jeden Fall dafür, dass die ihre Technik wirklich einfach nicht vernünftig unter Kontrolle haben. Ich meine, man hört es ja auch am Mikrofon, mal lauter, mal leiser. Und das mit der Musik kriegen sie ja auch irgendwie nicht hin. Wobei das ja mit der Musik eigentlich auch nicht so schlimm wäre. Man braucht ja nur vernünftige Headsets. Wenn man ein paar Euro mehr für ein anständiges, gescheites Headset ausgibt, dann kriegt man das rausgefiltert, sämtliche Hintergrundgeräusche. Und dann hört es der Kunde einfach nicht. Und eben auch die Lautstärke im Hintergrund nicht. Naja, aber weil da ganz viele Leute sitzen, die alle keine Ahnung haben von Technik und sich da wohl niemand darum schert und kümmert, was da eben so ja, letztendlich auf der Leitung passiert, haben sie halt solche Headsets, wie sie eben haben. Und die Qualität ist halt so, wie sie ist. Aber scheinbar reicht's ja, um die Leute zu bescheißen. Nein, nein, nein. Können Sie das von Schweiz machen? Ja doch, aber da kann ich's doch aufrufen. Können Sie probieren, das von Schweiz machen, weil das wird, Okay, wenn Sie möchten das machen von USA, probieren Sie mal, wie das lieber für Sie. Ja, da habe ich die Seite dann auf. Haben Sie, ja? Was sehen Sie ganz oben? Blaue Seite. Was sehen Sie ganz oben? Einen blauen Balken. Blauer Punkt. Können Sie etwas lesen? Was sehen Sie? Der Investing Views. Und Sie. Was sehen Sie ganz oben rechts? Anmelden oder registrieren? Das ist auf Englisch. Drücken Sie auf Anmelden. Steht da oder nicht. Oder Login. Ja, Login. Oder sehen Sie alles auf Englisch. Drücken Sie auf Login. Ja. Und jetzt sehen Sie Anmeldeseite. Aber sehen Sie vielleicht das auf Englisch. Ja. Drücken Sie ganz oben rechts auf Englisch. Nee, auf Deutsch. Und wählen Sie Deutsch, genau. Ja. Super. Jetzt geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Aber die Adresse, die haben Sie bei uns eingegeben. Klabautermann aus Klabauterhausen at googlemail.com. Und dann später werden wir dieses E-Mail ändern.
Ja, also man muss sich dem hier nochmal bewusst sein. Die melden euch auf der Seite an und fordern euch dann dazu auf, Schritt für Schritt genau das zu tun, was die wollen. Tja, jede andere Bank würde das nur auf Hilfe tun. Also wenn man nachfragt, ne? Also man selber damit überhaupt nicht klarkommt und ihr dort bei der Bank anruft und mit dem Login-Verfahren halt nicht zurechtkommt, dann könnt ihr beim Support der Bank anrufen und die Bank wird euch dann da sicherlich auch bei helfen und auch Schritt für Schritt alles erklären. Hier ist es allerdings so, dass die aus Eigeninitiative anrufen und dafür sorgen, dass ihr euch anmeldet und definitiv auch Geld aufladet. Tja, bei einem seriösen Unternehmen, die warten halt darauf, dass die Kunden sich von selbst melden, so wie sich's auch letztendlich gehört. Der Markt regelt's dann schon. Ja, aber weil bei denen der Markt nichts regelt und davon die Webseiten einfach nur unzählig viele sind, versucht jeder eben die Leute einfach anzurufen und so lange zu belabern, bis man da endlich seine Kohle einzahlt. Das ist eigentlich der Grund von diesem Anruf. Einen anderen Job hat der Typ eigentlich nicht. Also nix mit Account Manager und was weiß ich, wie sie sich alle nennen. Das geht einfach nur darum, dass die euch dazu bringen, dass ihr Geld einzahlt, wenn ihr das von alleine noch nicht getan habt. Es wird sicherlich leider auch Leute geben, die auf diesen Webseiten, die durch über irgendwelche Werbungen drauf reingefallen sind, und wenn die Webseiten halbwegs professionell gemacht sind, dann kann es sogar vorkommen, dass ihr da selber Geld eingezahlt habt, bevor die euch anrufen. Naja, dann haben die noch leichteres Spiel. In dem Fall hatte ich aber kein Geld eingezahlt, mache ich hier auch nicht, mache ich auch bei keiner anderen Webseite. Naja, und weil das denen dann natürlich nicht reicht und man hat sich da halt angemeldet und man will ja Geld verdienen, aus diesem Grund ruft man euch dann eben an, um dem Ganzen mit etwas Nachdruck dazu eben zu verhelfen, dass ihr da endlich Geld überweist. Einen anderen Grund hat dieser Anruf hier überhaupt gar nicht. Ja, und das Passwort? Ich erstelle jetzt für Sie ein fertiges Passwort. Hm. Ein Augenblick. Yep. Wir werden dieses Passwort später ändern. Mhm. So. Also ein Augenblick bitte. Mhm. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? 29. 29? Mhm. Also fast 30. Mhm. Wann haben Sie Geburtstag? Ich? Ja. Am 17.07.92. Also, in diesem nächstes Jahr haben Sie 30 Jahre alt. Ich frage, weil normalerweise arbeiten wir mit Kunden, die älter als 30 Jahre alt sind. Warum? Solche Bedingungen haben Sie ja. Also wegen die... Also manche Kunden wissen, was machen sie, ja? Ja, das ist ja auch das, was ich immer erzähle. Die meisten Kunden sind natürlich älter als 30, sicherlich auch älter als 40 oder 50, vielleicht sogar älter als 60. Denn, tja, mit zunehmendem Alter versucht man natürlich auch irgendwie noch Geld oder ja, noch aus seinem Geld noch eben noch mehr Wert rauszuholen. Und die Zeit ist halt nicht mehr so lang, wie man sie eben halt mit 20 hat. Und da versucht man natürlich dann vielleicht auch an das schnelle Geld irgendwie ranzukommen. Ich weiß es nicht, was er mir genau damit sagen möchte, aber irgendwie hört es sich genau so an. Naja, und es klappt ja auch immer wieder. Wenn man Berichte darüber liest, dann sind es leider eben immer die etwas Älteren. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, ich habe es ja euch schon mehrfach gesagt, es gibt halt immer Menschen, die halt einfach geistig ein bisschen hinterherhinken und auch vielleicht einzahlen. Ich denke mal aber eher, dass man das hier weniger darauf abgesehen hat, weil die Personen, die haben dann oftmals einen Betreuer und auch keinen Zugriff auf ihr eigenes Konto. Ja, aber ältere Menschen eben schon. Und wenn sich das erstmal alles ganz gut anhört, man aber überhaupt gar keine Ahnung davon hat und man denkt, man redet ja hier mit einer Bank, tja, dann kann das schon sein. Ne? Ich meine, man kann sich das immer ziemlich schwer vorstellen, aber man darf halt eben auch niemals von sich selbst auf andere schließen. Jeder Mensch tickt anders, jeder Mensch denkt anders und jeder Mensch hat halt eben auch andere, weiß ich nicht, Schwellenwerte, wo man an sowas glaubt. Ich kann es nicht anders sagen. Was Sie investieren oder was erwarten Sie unsere Kunden eigentlich? So, ich habe jetzt ein Passwort für Sie. Geben Sie bitte ein Passwort. Ja. I wie Ida. Mhm. O wie Otto. Mhm. 4545. Mhm. Und dann klicken Sie bitte auf Login. Geht nicht. Welches E-Mail haben Sie eingegeben? Klabautermann aus klabauterhausen@googlemail.com. Mhm. Und
E-Mail, also Passwort, ja? I wie Ida. Mach nochmal einen Moment. I, hm. Dann O wie Otto. Hm. Das ist klein geschrieben. Ja. Tja, buchstabieren tut dieser Kerl hier scheinbar auch sehr gern. Denn das hat er in dem letzten Video ja auch schon zu Genüge getan. Keine Ahnung, aber ganz ehrlich, ich hätte es schon lange aufgegeben. 4-5, 4-5. Ne, geht nicht. 4-5. Gut. Einen Moment bitte. Mhm. So, schreiben Sie Klabauter, Mann aus Klabauter Hausen, ja. Mit ein N. Also Klabauter, Mann, aber Mann mit ein N. Mhm. Sie haben von Ihnen bekommen E-Mail. Mhm. Klabauter, Mann, aber mit ein N. Ja. Nicht Doppel N. Ja. Probieren Sie so Ihre E-Mail-Adresse eingeben, mhm, und probieren Sie sich wieder einloggen. Mhm. Und sagen Sie mir Bescheid. Was soll ich Bescheid sagen? Sind Sie schon auf der Webseite oder noch nicht? Auf welcher Webseite? Auf Ihre persönliche Handelskonto. Nee, da kann ich mich nicht einloggen. Hm. Können Sie sagen, welche E-Mail-Adresse haben Sie eingegeben? Na, Klabautermann aus klabauterhausen@googlemail.com. Genau, richtig. Ja. Es gibt keine doppelte Buchstaben, ja? Ja. Und auch mit Mann haben Sie einfach Mann wie auf Englisch eingegeben, ja? Was? Haben Sie auch Mann mit ein N eingegeben, ja? Ja. Ein Moment bitte. So, ich kann Ihnen anbieten, die Unterstützung durch Anydesk oder zum Viva. Ich kann auf Ihrem Bildschirm sehen, was sehen Sie, aber ich kann nicht verwalten Ihres Bildschirms. So, unser Intelligenzbolzen kommt wie immer nicht weiter. Tja, was heißt das? Natürlich, Anydesk oder TeamViewer. Ja, das kriegt er natürlich nicht. Weil ganz logisch, ich sag's euch immer und immer und immer wieder, aber man kann's nicht oft genug sagen, Leute, lasst die fremden Leute draußen. Holt ihr euch nicht mit Anydesk oder TeamViewer auf euren PC. Man kann mit technischen Möglichkeiten dafür sorgen, dass euer Bildschirm abgeschaltet wird, dass das so aussieht, als gäbe es gerade irgendein Problem, euer Rechner hat sich aufgehangen und im Hintergrund räumen die eure Daten ab. Oder machen damit sogar gerade direkt gleich irgendwelche schlimmen Sachen. Das Konto komplett leerräumen zum Beispiel. Theoretisch ist es auch möglich, darüber Fremdsoftware auf eurem Rechner zu installieren, um ja, dann weiter zu überwachen. Vielleicht sogar weiter zu überwachen, ohne dass ihr es seht und ohne Anydesk und ohne TeamViewer. Dann hat man halt immer eure PC-Daten und alles, was ihr da so eingibt. Es gibt sogar die Möglichkeit, technisch eure Mausklicks, Mausbewegungen nach geografischen Daten, also das muss man sich vorstellen wie Koordinaten, wenn sich eine Maus über einen Tisch bewegt. Man kann die Klicks der Maus, selbst die Sondertasten der Maus, kann man damit tracken und genau sehen, was ihr alles eingegeben habt. Die Maus geht noch. Aber wenn ihr Passwörter in der Tastatur eintippt, weil ihr zum Beispiel keine Passwörter auf dem PC gespeichert habt und ihr gebt sie aber in die Tastatur ein, gibt es die Möglichkeit, die Signale von der Tastatur in den Rechner eben auch virtuell abzugreifen. Das heißt, drückt ihr ein A, muss dieses A ja irgendwie verarbeitet werden, also läuft es durch den ganzen Rechner. Ja, und da gibt es Programme, die genau das rausfiltern. Und wenn ihr jetzt ein Passwort eingibt, tja, dann kann man das eben daran erkennen, dass das halt ein Name mit einem Geburtsdatum oder einfach nur irgendeine Zahlenkombination ist und keine richtigen Wörter sind. Und danach kann man dann sogar filtern. Das heißt, die haben es wahnsinnig einfach, wenn die die richtige Software benutzen. Auch wenn diese Leute hier am Telefon nicht besonders intelligent wirken. Irgendjemand muss diesen ganzen Bums hier erfunden haben und die ganzen Callcenter betreiben. Und ich denke mal, da wird es auch Hierarchien geben. Die Leute am Telefon sind nur die kleinen Würstchen. So wie wir alle. Und letztendlich gibt es immer Menschen darüber. Es gibt immer Menschen über einem. Und das ist das Problem. Und die nach oben, tja, die sitzen da nicht umsonst und machen nichts anderes außer, tja, das Geld kassieren. Das macht man halt heute über Intelligenz. Tja, und
Die Leute, die das Ganze hier veranstalten, sind intelligent genug, sich nicht selbst ans Telefon zu setzen, weil die kümmern sich um die richtigen Geschäfte. Nicht um das bisschen, was hier am Telefon passiert, sondern ums große Ganze, um die Geschichte eben vorzuspielen. Und da gibt's auch technische Leute, die da sicherlich eine ganze Menge Ahnung haben. Denn Spoofing ist zwar relativ einfach über Software lösbar, ja, aber dass das in einem Callcenter über tausende Anrufe wirklich stabil funktioniert, da muss schon richtig ein bisschen technisches Verständnis auch dahinter sein. Das heißt, da sitzt auf jeden Fall wenigstens ein Informatiker. Naja, und der kennt sich dann eben aus, auch mit Computern. Und naja, dann vielleicht auch mit den Computern der Kunden und oder vermeintlichen Kunden. Ich nenne es ja eher Opfer. Deswegen passt auf, ladet euch keine Software wie TeamViewer oder AnyDesk auf eurem PC, wenn ihr nicht wisst, wer der Typ auf der anderen Seite ist. Bei Freunden, Familie oder auf Arbeit im Job, wenn es vorgeschrieben ist, ist das alles eine andere Geschichte. Das sind Programme, die sind nützlich. Man setzt sie halt eben aber auch für, weniger nützliche Dinge ein. Oder zumindest für euch weniger nützlich. Denn hinterher habt ihr dann Riesenärger, wenn man euren PC leerräumt. Man muss sich ganz einfach nur vor Augen halten, der Computer ist ähnlich wie euer Handy. Es ist ein absolut privater Ort. Da könntet ihr Sachen drauf haben, die lieber keiner wissen sollte, womit man euch vielleicht auch erpressen kann. Und demzufolge muss man dieses Gerät einfach möglichst gut schützen. Ihr macht da auch eure echten Bankgeschäfte drüber. Und das sollte man sowieso erst recht schützen. Na, also von daher, passt wirklich auf, was ihr mit eurem Rechner macht. Passwörter müssen immer sicher sein. Kein AnyDesk für fremde Leute. Ich kann nur sehen und ich kann Ihnen einfach sowas begleiten. Ja, nichts mehr. Also in diesem Fall... leise. Wenn, also leise, Entschuldigung. So, ich kann ihn begleiten mit solcher Möglichkeit. Sie können installieren ein Programm. Entweder AnyDesk oder TeamViewer. Probieren wir mal so. Und dann? Und so, sowas kann ich hier mit auf Ihrem Bildschirm alles zeigen. Ich kann sagen, ich kann sehen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, aber ich kann nicht etwas verwalten. Aber Sie geben mir Zugang. Und ich kann sehen, was sehen Sie. Ja. Haben Sie AnyDesk oder TeamViewer? Nee. Okay. Können Sie AnyDesk installieren? Ja. Also, schreiben Sie bitte in Google A wie Anton? Nee. Nochmal bitte? Nee. Also, möchten Sie installieren oder nicht? Mhm. Also, Sie haben mir ja gesagt. Nee, Sie haben nur gesagt, ob ich das kann. Und da habe ich gesagt, ja. Also, Sie können das machen, aber Sie möchten das nicht machen. Genau. Okay, aber was möchten Sie eigentlich machen? Wie bitte? Was möchten Sie eigentlich machen? Wie ist die Frage gemeint? Direkte Frage. Ich habe verstanden, Sie haben sich bei uns registriert und Sie möchten auf unserer Webseite passives Einkommen verdienen, ja? Und ich möchte Sie begleiten. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann nicht Ihre Bildschirm verwalten. Und von diesem Moment, ja, wir können nicht weitergehen und ich möchte einfach Sie direkt fragen, was erwarten Sie? Möchten Sie etwas mit uns verdienen? Oder? Na, grundsätzlich erwarte ich, dass mich eine seriöse Firma anruft, aber das passiert ja leider nicht. So, wir lassen jetzt platzen der Bombe. Naja, aber auf jeden Fall, was ich erwarte, naja, erstmal eine seriöse Firma, ist ja schon mal klar. Ja, und dann meinte er ja, ich hätte mich angemeldet. Ja, nee, habe ich nicht, weil dann hätte ich auch ein Passwort gehabt, oder? Aber ich habe mich letztendlich nur bei einer Werbung angemeldet. Aber nicht bei denen. Und, tja, die werfen einem dann aber immer gerne vor, dass ich mich angemeldet hätte und Interesse geäußert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da Interesse äußern dran versteht, nur wenn man sich eine Werbung angeguckt und da seine Daten eingetragen hat. Tja, und da steht halt auch nichts davon, dass ihr sofort angerufen werdet oder halt in ein paar Tagen. Und schon gar nicht, da steht da nichts davon, dass man die Daten überall verteilt und euch danach dann hunderte Firmen anrufen. Das steht da auch nicht. Tja, und genau das stelle ich mir von so einer Firma eben nicht vor. Passiert hier aber alles. Hm.
wir möchten auch mit seriösen Kunden unterhalten, ja? Ja, aber das Problem ist, dass wir halt immer nur Betrüger anrufen. Das ist das Problem, dass ich weiß genau, dass dieses Passwort geht. Ja, geht aber nicht. Geht nicht bei Ihnen, weil ich habe etwas nicht falsch, Sie hat etwas falsch eingegeben. Nee, habe ich nicht. Und sind Sie sicher, dass wir Betrüger sind? Naja, ich kann mir da sicher sein, weil die Registration Number hier unten zum Beispiel nicht stimmt. VPN-Erlaub, auch in Deutschland. Was? VPN ist nicht erlaubt. Natürlich ist ein VPN erlaubt. Da gibt es kein Gesetz, was ein VPN verbietet. Also ich habe verstanden, möchten Sie nichts machen, möchten Sie einfach Spaß machen. Naja, Spaß nenne ich das nicht. Ich nenne das eher Aufklärungsarbeit. Sie sind alt, 30 Jahre alt. Sie nuscheln so, man versteht kaum was. Also, es tut mir so leid, aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ich Ihnen nicht. Und ein bisschen seriöser sein, ja? Sie sind schon 29 Jahre alt. Ja. Nee, ich würde mir wünschen, also dass Sie sich einen seriösen und anständigen, vernünftigen Job suchen. Jahre alt sind, ja, weil Sie seriöser sind. Sie haben schon etwas erreicht, beruflich. Ja. Und auch, Sie haben etwas schon gesammelt. Wer jetzt? Von meiner Seite, dass Sie haben es vielleicht noch nicht erreicht. Naja, ich schon, aber ich frage mich, was du erreicht hast, außer einen betrügerischen Job und Leute abzocken. Das ist doch nichts erreicht. Ich wünsche Ihnen etwas beruflich erreichen. Ja. Geht das auch ohne Zwischenquatschen oder musst du immer in jedes Wort zwischenfallen, wenn du was erzählst? Scheinbar geht's bei dir nicht, ne? So. Magst du dir nicht mal einen seriösen Job suchen? Schönen Tag noch. Nein. Magst du dir nicht mal einen schönen Job suchen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir nicht. Machen Sie keine Sorgen. Ich würde mir wünschen, dass du dir einen seriösen Job suchst. Leider, dass Sie nicht so seriös sind. Es tut mir echt so leid. Ja, aber wir dürfen nicht mit Ihnen arbeiten. Ja, aber ich arbeite halt auch nicht mit Kriminellen, ne? Ja, immer wieder das Gleiche. Entweder legen sie gleich auf, diskutieren bis aufs allerletzte, ja, oder tun einfach so, dass der Kunde auf der anderen Seite der Unseriöse ist. Logisch. Ich meine, wer hat jetzt hier die ganzen Sachen aufgedeckt? Moi? Ich weiß nicht, was der für Probleme hat. Na gut, wenn er der Meinung ist, soll er der Meinung bleiben. Wenn er der Meinung eben auch ist, dass er einen tollen Job hat, bitteschön. Tja, man sieht's halt leider immer wieder. Man kann die Leute nicht dazu umstimmen und man kann die Leute auch nicht aufklären. Die Leute wissen, was sie da tun. Und in Deutschland ist das, wenn man das weiß, dass man die Leute betrügt, sogar strafbar. Das heißt, ihr dürft die Leute nicht betrügen, wenn ihr das wisst. Wenn man es nicht weiß, ist es immer so eine rechtliche Schwebe. Aber ich denke mal, hier ist klar, dass er das weiß. Denn so eindringlich und energisch, wie er es probiert, die Ausreden nicht anders als bei allen anderen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut gerne auch die anderen Videos aus der Playlist. Vergesst den Abonnieren-Button nicht, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.